willkommen bei Carilux. Heute machen wir Kuch, aber wirklich viel, viel mehr gesund. Und zwar Schokoladenkuch mit einer Courgette. Dafür brauchen wir 200 Gramm schwarze Schokolade, 30 Gramm Mehl, mit dem könnt ihr auch Maisstärke benutzen, 20 Gramm Kakaopulver. Hier haben wir 70 Gramm Erythrit, mit dem könnt ihr auch gerne 40 Gramm Stevia holen oder 80 Gramm von dem normalen Zucker. Hier haben wir die 8 Gramm Vanillezucker, 4 Eier. Wir haben auch noch 200 Gramm Courgette und noch ein bisschen Vanillenextrakt. Also ich schmelze mir nur die Schokolade. Ihr könnt das entweder auf Bain-Marie machen oder ein bis 10 Minuten in der Mikrowelle. Ja, die Schokolade ist geschmolzen. Ja, legen wir den auf Zeit. Und dann machen wir den Courgette rein. Wir schneiden und wir schälen den. Und dann rappen wir die Courgette. Wie ihr seht, du hast ganz viel Saft dran. Also die sollt ihr nicht auspressen gehen oder so, weil das wird machen, dass der Kuchen richtig saftig geht. Voilà, lo, nehmen wir das auch auf Zeit. Wir gehen uns eher trennen. Medien, das weißt du mir auf Zeit. Dann holen wir den ganzen Rest. Lo mischen wir den Zucker mit dem Geld vom E mit ein bisschen Vanilleextrakt. So, und das geht als erstes zusammen gemixt. Machen wir den Kakao dabei. Ich sage immer Kakao anstatt Kakao. Ich kriege schon mal von mir gemerkt. Das Kakao. Ja, egal. Ja, wir mischen das ja mit der Mixer eher an Zucker. Dann machen wir ein Teilchen von der Courgette dran. So. Dann noch Mehl oder halt Maisstärke. Als nächstes machen wir den geschmolzenen Schokolade dran. Wir machen nicht alles dran, halt um die 3 Esslöffel, für nur zum Schluss schön zu dekorieren. So, ich bin fertig. Ich kurze. Hallo, gehen wir unseren Mixer wurzeln, weil das ist wichtig, wenn ihr das weiß, wenn ihr steif schlägt, dass ihr proper ist, sonst geht er nicht steif. Bis gleich. Ja, der Mixer ist wieder proper und dann schlagen wir das weiß, wenn ihr steif. Hallo, möchte mir das steif geschlagen eh. Mom dich und dann waschen wir deinen Schaber und das schön los und wird gepiept. So, ich hier, wenn das weiß vom E von zwei Kehren inner, weil dann von später doch die Fluffel schon mit Lesspasser mischen. So, lo, hol mein Foam. Ihr braucht nicht nur was zu fetten, das geht mal was vom Salben. Wir haben aber noch ein Backpapier gemacht. Machen wir das dran. Und dann könnt ihr dich für eine halbe Stunde an einem vergessenen Schäppchen, der bei 180 Grad steht. Für Wasser aus der Form rauszukriegen. Tada! Also, ich verspreche nicht, oder ich bin mir bald sicher,
Die werden Courgette nicht rausschmecken. Also ich habe den Kuchen schon ein paar Mal gemacht. Und Courgette, die schmecken nicht raus. Also die schmecken wie halt normalen Schokoladekuchen. Also ist wie gesund. Nun machen wir noch den Rest also die Schokolade, die wir gehalten hatten. Falls das ein bisschen hart ist, könnt ihr den ein bisschen warm machen. Den drüber streichen. Und ihr könnt auch ein bisschen Kokosnuss drauf machen oder ein bisschen Haselnuss. Also, ja, mal noch ein bisschen dekorieren. Man kann das halt nicht flott von ein bisschen mehr dekorieren. Ja. Hat er doch. So. Und dabei wünschen wir euch natürlich einen guten Appetit!